Oh, auf Medium Hard wird es halt ein bisschen grauselig. Oh, der Typ, der ist extrem tanky und der schwächt meine Verteidigung. Die greifen dann langsam an oder so, irgendwie geht das. Aber es nützt ihnen auch nichts, sie kriegen in die Fresse. Da könnt ihr sicher sein, das bringt bei mir nichts, mich zu schwächen. Und da gibt es erst recht auf dem Platz. So, hier will ich es gerne durchlassen. So. So, und hier dann auch noch einen. Dann passt es. Auf die Fliegenden müssen wir aufpassen, wir haben noch keine Flugabwehr, das möchte ich mal betonen, weil das ist nämlich scheiße. Aber das werden wir bald kriegen. Die werden auch schön vergiftet hier. Das läuft. Da sollte man mehr so Dinger bauen. So, jetzt müssen wir die Fliegenden hier abwehren. Müssen wir da Weino händisch machen. Aber gleich haben wir eine Flugabwehr. Das geht. Oh, scheiße. Ob da. Zack. Schießen ab. Jawohl. Das hast du fein gemacht. Dafür gibt es einen Keks. Wie machen wir das? Wir machen das. So, so, genau. Wir werden hier mal die erste Flugabwehr hin. Die brauchen wir jetzt nämlich wirklich. So. Dann nehmen wir hier gleich eine zweite Flugabwehr. Das ist wichtig. Und hier wieder die kleinen Tower. So, das geht. Jetzt müssen wir hier dicht machen. Zack. Das ist scheiße, was wir hier gerade machen. Das ist nicht so effektiv. Wir können da jetzt durch, Mann. Das ist nicht so gut. Aber okay, 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 okay. Dann machen wir hier nur ein kleines Hindernis. Und hier können wir nur ein minimales Hindernis machen, ein bisschen. Das geht noch. Drei Felder. Das geht okay. Aber hier muss die Hauptverteidigung sein. Am besten hier in der Mitte. Weil da kommen auch die Fliegenden. Geh da rüber. So muss das hinhauen, genau. So, schießen wir den hier ab. So, die müssen wir jetzt natürlich gleich upgraden hier. Das werden wir auch machen. Und zwar die drei hier. Beziehungsweise die zwei hier. So, stoppt euch mal, Jungs. Es geht gar nicht, was ihr hier aufführt. So, du musst jetzt einmal sterben. So, weg mit dem Scheiß. Es geht halbwegs. Und wir können die beiden hier upgraden. Zumindest gleich. So, jetzt. Doch, das wird ein Heidenspaß auf schwer. Es ist jetzt schon ziemlich kacke. Aber es ist machbar. Ein bisschen Gift hier hin, ein bisschen Gift da hin, das soll schon reichen. Ja. So, bis jetzt kommen wir klar. Dann wird der hier abgegradet noch, der hier auch. Die beiden hier in der Mitte sind unsere Gold Tower sozusagen. Die behalten wir hier in der Hinterhand. So, dann werden wir hier nochmal Acid machen. Wo ist Acid Skorpion Tower? Acid Trap. Die sind nämlich nicht so schlecht, diese Acid Traps. Machen wir hier gleich nochmal. Ich warte eigentlich nur mehr auf Geld. Jo, läuft. Zack. Nochmal Acid Traps. Und das sollte jetzt aber wirklich reichen, dass die hier alle drauf gehen. Was wir machen müssen, ist jetzt hier mal die Luftabwehr auch ein bisschen, sagen wir es ruhig wie es ist, bevorzugen, weil sonst gibt es hier aufs Maul. Das wäre nicht schön. So, Acid Trap hier noch. Das wird der letzte. Dann hat es uns genug gekostet, dass die schön vergiftet werden hier immer. Ja. Der ist auch da. Passt, Leute, passt.
So, wie ihr seht, es läuft. Da kommt zwar viel an, aber okay. Na, da, kein Problem. So, dann werden wir den hier upgraden. Oh, 242. Der grüne hier, der muss weg. Der ist nämlich richtig mies. So, haut den hier weg, Jungs. Gefällt mir nicht. Der ist hässlich. So, wir können den upgraden. Yeah! Neuer Tower. Haut richtig gut rein. So. Machen wir hier dann natürlich genauso. Die beiden in der Mitte werden wir hier upgraden. Der Rest muss klarkommen. Also, ich sehe da kein Problem. Das da hinten brauchen wir gar nicht mehr. Das sparen wir nachher. Hier in der Mitte wird unser zentraler Bum-Bum sozusagen. Da hauen wir sie weg, die Säcke. Vergiftet sind sie eh immer, wenn sie da durchgehen. Immer verlieren sie ein bisschen Leben. Das ist schon okay so. Das reicht. Also da kommt schon nichts mehr durch. Das passt. Mit den Fliegenden kommen wir auch ganz gut klar. Sollten wir aber trotzdem jetzt upgraden, was ich auch tun werde. Denn sicher ist sicher, Leute. Ich habe hier keinen Bock, dass wir nur drauf gehen. Der muss weg hier. Der muss extra eine reinkriegen. Der muss definitiv hier weg. Und du kriegst auch noch eine rein. Du auch noch. Wir müssen hier weg. Gibt er immer noch? Das ist ein neuer. So, jetzt hat er es hinter sich. So. Wir kommen gut klar. Wie sieht's aus hier? 298. Das gibt bald was. Problem. Aber ich werde vorher nur den hier upgraden. Ich glaube, das ist so gesehen besser. Jo. 242, das haben wir auch gleich. Würdest du sterben jetzt endlich? Der ist gefährlich, der Typ hier. So, und Upgrade. Jawohl, dann muss man nicht alles auf Max. Das geht auch ohne. Wird nur spannend auf höheren Schwierigkeitsgraden. So, haben wir den schnell weg. Zack, und weg ist er. Keinerlei Problem, keinerlei Stress. So, wir haben wieder was freigeschaltet. Aber wir werden das jetzt mal auf Medium probieren. Ist eine sehr interessante Map, das muss man sagen. Gefällt mir sehr gut, ist sehr schwierig. Am Anfang ist Hardcore, danach geht's eigentlich. So, der muss hier weg. So, das ist das kleinste Problem hier, der Typ. Dann lockt man hier, wie gesagt, rein. Wir könnten hier auch eine Luftabwehr nehmen. Das werde ich auch machen. Gleich am Anfang eine Luftabwehr. Warum denn nicht? Ist doch nichts Verkehrtes. So, das braucht nur ein bisschen mehr Kohle. Was ist das eigentlich für eine Kanone hier? Achso, die, okay. So, wir haben unsere Flakkanone, die erste. Und somit können wir uns dem da unten widmen. So, Kanone. Kanone. So, dann gehen wir da ein bisschen rauf. Jetzt kommen nämlich Fliegende. Den müssen wir hier wegholen. Der wird nämlich frech. So, die Flakkanone sollten wir jetzt möglichst hier upgraden. Möglichst früh, denn ich riskiere hier nichts. So, das werden wir auch gleich machen. Lieber mit den anderen Towern ein bisschen warten. Wir wollen hier nicht drauf gehen, Leute. So, den müssen wir auch gleich weghauen, der ist ziemlich gefährlich hier. Sammelt den Schrott wieder ein. So, jetzt ist er Silberschrott. So, dann bauen wir hier unten einen Tower. Nice one. Dann bauen wir hier einen Tower. Und lassen die einfach hier in der Gegend wandern.
Damit haben wir schon mal Erfolg gehabt und damit werden wir auch wieder Erfolg haben, Leute. So, gebt mir Moos, gebt mir Moos. Ein weiterer Tower. Jo, läuft. Jetzt müssen wir eigentlich nur mehr warten hier. So. Hier ein Tower. Hier ein Tower und hier den nächsten Tower. Ich warte nur mehr auf Kohle. Aber die wird bald kommen, da tue ich mir nichts an. Können wir ja rüberschauen. Gibt es sogar nicht aufs Maul da drüben für die Typen. So, ein Scrap nur hier. So. So, könnt ihr den mal abschießen hier? Das wäre super. Du bist mal ein bisschen zu schnell. Beruhig dich wieder. So, dann müssen wir hier rauf, weil da wird es jetzt ein bisschen stressig. Hier werden wir den zweiten Flak kennen machen. Die zweite Flak kennen. Jawohl. So, dann bauen wir da weiter. Zack. Zwingen wir die da runter und da oben sollen sie dann durchmarschieren, das ist mir ehrlich gesagt wurscht. Da oben, da mache ich gar nichts mehr. Wir konzentrieren das Feuer auf hier. Die Flak-Cannon ist abgegradet, jetzt sind die da dran. Ja, der Dicke da muss weg, der Grüne, der ist ungut. Weg ist er. Nice one. Und unser erster Tower-Upgrade. So. Ihr könnt kommen, ihr Scheißer. Auf das da hinten verzichte ich jetzt. Da werde ich nichts mehr machen. Wir konzentrieren das Feuer hier. Und ich denke doch, das wird so hinhauen. Wie viel brauchst du für das Upgrade? 95. Okay, dass wir das wissen. Da bleib hier. Da brauchst du nicht gleich hinrennen. So, bleib hier und schieß ein bisschen mit. Giften wir hier. So, die upgraden wir schön. 67. Ja, den haben wir schon abgegradet offensichtlich. Nächstes Upgrade. Die hauen ziemlich gut rein, die da hinten. Den werden wir auch upgraden. Der ist ziemlich gut hier. Hat eine gute Pose. Der kann hier überall reinfetzen, schön. Das geht auf jeden Fall. Komm, stell dich da hin. So, wir warten wieder auf Kohle, Leute. Es läuft. Das Einzige, was dem Spiel noch fehlt, wäre ein schneller Schalten-Button. Aber, ja, es geht eigentlich schnell genug. Also muss man jetzt nicht unbedingt haben, sage ich mal. So, nächstes Upgrade. Immer mehr lassen wir die reinhauen. So, jetzt kommen mir aber schon ein bisschen zu viele, ehrlich gesagt. Das passt mir gar nicht. Sollen sie mal zusammenreißen, die Scheiße? So, 242 brauchen wir, 242. Den können wir nur upgraden. Und wir upgraden die Luftabwehr. Dass da nichts mehr durchkommt. Das ist auch wichtig. Luftziele waren immer eins der lästigeren. So, ein bisschen Gift hier. Oh, hier ist ganz schön viel los hier. Das ist ein bisschen ungut. So, den hauen wir so eine rein da. Das ist okay. Dann werden wir den hier als nächstes upgraden und zumindest diese Art von Tower. So, komm, stirb. Der ist schon ziemlich gefährlich. Hält ordentlich was aus. Das sieht man schon, wie weit er kommt. Wir haben hier nirgends Gift.
So, dann werden wir den als erstes upgraden hier. Weil der ist am weitesten vorn und da geht noch was, 298. Und dann hau da immens viel rein. So, ein bisschen Gift hier für die Scheiße. Der macht mir hier die Tower irgendwie lahm, aber trotzdem kriegen sie auf dem Latz hier alle. Das wird ihnen nichts helfen. Ich warte jetzt auf meine 298, dann kann ich den nochmal upgraden und dann passt es schon. So, Info weg, damit ich was sehe. Schön vergiften die Saubande hier. Oh, der muss auf jeden Fall weg da. So, wir haben's. Bam! Max Upgrade. So, ihr kommt nicht mehr weiter, könnt ihr euch sicher sein. Haut hin, es ist übrigens die letzte Wave. Der haut jetzt richtig sauber rein hier. Wenn man sich das anschaut, macht schon ordentlich Damage. Ne? Dass das so ein kleiner Sputti-Tower ist, haut er gut rein. So, den geben wir nur extra eins mit, damit er schneller down ist. Der ist gefährlich, der Schnelle. Die Schnellen sind immer ungut. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.